als Rechter zum CSD. Ein YouTube-Video. Wow! Okay. Scheiße, heiliges Holz, mehr, schnell! Satan ist da! Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Ketzer der Neuzeit. Ich küsse dein Herz. Das Video heißt Als Rechter zum CSD. Oh. Einmal tief durchatmen. Wir haben uns den ersten Teil schon reingezogen. Tief durchatmen, bisschen heiliges Holz anmachen. Sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Was, glaube ich, nicht so einfach wird bei dem Video, aber wir bleiben da. Wir bleiben stark, wir bleiben strong. Liebe euch, Freunde, Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, es geht los. Ketzer der Neuzeit, der den Mann hat, ja? In dieser Folge. Okay, Mann, wir sind jetzt seit 3 Minuten hier. Wir haben die ersten nackten, urinierenden Menschen oder einen Mensch, Frau, Mann gesehen. Und daneben so ein 8-jähriges Kind mit dem Roller. But look, I've got a butt, you know? I've got a butt. Wir haben ein Schild gesehen, Heterosexualität sei heilbar. Wenn mein Sohn mich zum Beispiel fragt, Mama, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Naja, auf dem Ausweis steht eine Frau, aber er hat einen Penis. Hier sind sehr viele alte Männer, die nackt sind. Ah, da vorne kommen sie. Ihre Herren. Digga. Am Samstag, den 28. Juni 1980. Wurden erstmalig 150 homosexuelle Männer und 30 lesbische Frauen durch die Münchner Innenstadt. Damals hieß es bei uns Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Heute heißt es Sex, Drugs. Oh shit, was? Nein. End. Wir wissen nicht, was eine Frau ist. Wer ist er denn? KetzerInnen, na Mann? Denn wie viele Geschlechter es gibt, aber nehmt auf jeden Fall mal eure Kinder zu uns mit, denn heute, Ladies and Gentlemen, die Betonung liegt auf Ends, ist Christopher's Tweet Day. Na dann mal los. Begleitet mich gerne auf meine Zeitreise in den Juli 2023. Der Himmel ist blau, doch was sehe ich da? Sind dort etwa fliegende Autos inmitten einer moralisch gefestigten Gesellschaft voller gut gekleideter, gepflegter Menschen? Ah nein, es ist eine Frau mittleren Alters, die gerade zwischen der US-Botschaft und dem Holocaust-Mahnmal an eine Mülltonne pisst. Wäre... Bro, what the fuck? Ja, ein kleines Mädchen in Regenbogenfarben dabei zuschaut, inklusive einem... Hey, Diskussion habe ich auch vor 2, 3 Tagen mit der Freundin von einem Kumpel von mir gehabt, so, die hat eine Cousine und die ist auch LGBTQ-mäßig unterwegs, keine Ahnung, ich glaube bisexual oder so, und die hatte auch gesagt, dass sie das kritisiert, dass sie ihr Kind in diese Richtung reindrücken möchte, so, weißt du? Und das ist eine Sache, die ich auch als gefährlich ansehe, dass Leute, die versuchen halt Kinder und ihre eigenen Kinder auch so zu indoktrinieren, dass die dann auch schwul sind, lesbisch sind, bi sind, trans sind, was auch immer, anstatt den Kindern einfach ihre Entscheidung selbst zu überlassen, beziehungsweise einfach ihr Leben leben zu lassen, so, weißt du? Kinder sollten einfach naturmäßig, also einfach biologisch, die sollten einfach so leben, wie das machen, was sie automatisch machen würden, ohne zu krass beeinflusst zu werden, so, weißt du? Ich sehe das sehr kritisch. Der dieses durchschnittlichste Szenario in Berlin 2023 wortgewandt, wie es sich für jemanden aus dem Land der Dichter und Denker gehört, kommentiert. Ey, Digga. Oh, Digga. Digga. Okay, Freunde, wir sind jetzt seit 3 Minuten hier. Wir haben die ersten nackten, urinierenden Menschen oder einen Mensch, Frau, Mann gesehen. Unternehmen. Och, ich bekomme Stresspickel, sagt Andrew. Ein 8-jähriges Kind mit dem Roller. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ein bisschen Lust habe ich schon. Ist auch ein bisschen lustig, ne? Aber es ist eigentlich auch katastrophal. Hi, wir machen ein kleines YouTube-Video. Wollt ihr sagen, warum ihr heute hier seid? Wir kämpfen für unsere Rechte. Für Rechte? Für Rechte? Welche Rechte? Aber nicht für Rechte. Ja, doch, für unsere Rechte als queere Menschen. Aber nicht für rechte Menschen. Nein. So, okay, ich hatte kurz Angst. Es wäre so ein Recht, was richtig wichtig wäre. Dass es halt einfacher geht, Hormone zu nehmen, den Namen zu ändern. Das genau. Damit man sozusagen offiziell auch dann mit dem Geschlecht leben kann, was man möchte. Ja. Ab welchem Alter würdet ihr das so regeln, wenn es jetzt um Gesetze geht? Ich würde sagen, ab so 13, 14. Versetzen wir uns alle mal kurz in die Zeit zurück, wo wir 13 oder 14 waren.
Versetzen wir uns alle mal in die Zeit zurück, wo wir 13, 14 waren und fragen wir uns, wie gefestigt wir waren in unserer Persönlichkeit und wie sehr wir unsere Rolle in der Welt schon im Kopf hatten und wussten, wer wir sind, was wir wollen. Ganz genau. Nee, war nicht so. War einfach nicht so. In dem Alter ist man doch extrem verwirrt. Man weiß doch noch gar nicht, wo die Reise hingeht. Weißt du, wie ich meine? Man muss sich doch erstmal selber richtig finden. Du kannst in diesem Alter nicht entscheiden, was du bist und was du... Es gibt einige Ausnahmen, die schon genau wissen, wo sie hin möchten in dem Alter, ja? Da muss man sich auch die Frage stellen, warum möchten sie dahin? Haben sie das von irgendwo eingetrichtert bekommen und ändert sich das vielleicht nochmal im Alter? Aber wenn es ums Thema Geschlecht geht und Geschlechtsumwandlung und Hormone nehmen und Genitalien abschneiden und diese ganzen Geschichten so, dann kannst du das nicht in so einem jungen Alter zulassen. Das ist für mich persönlich, sollte eigentlich verboten werden. Es sollte unter keinen Umständen, egal was für ein Psychologe irgendwas entschieden hat oder nicht, unter keinen Umständen sollte ein minderjähriges Kind, sollte es zugelassen werden, dass ein minderjähriges Kind seine Biologie zerstört. Unter keinen Umständen. Da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber ich finde das sehr, sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, das hat langfristig gesehen auf die Menschheit einen negativen Effekt. Schreiben, ob ihr an Gott glaubt? Also ich glaube schon, dass es so eine höhere Macht gibt, aber nicht... Mit 20 war ich so langsam aus der Pubertät raus. So. Man sagt ja, Männer sind, glaube ich, bis 21 in der Pubertät. Frauen sind da meistens schon so ein bisschen schneller, aber überleg mal, mit 21 bist du raus aus der Pubertät quasi. Und viele Männer sind mit 30 noch nicht raus aus der Pubertät. Wo ich jetzt niemanden speziell meine. Wie schon. Sondern ich glaube mehr so an Schicksal. Ah, okay, so eine Art Vorbestimmung. Ja. Und meint ihr, ihr seid vorbestimmt, sozusagen ein anderes Geschlecht anzunehmen, als das, mit dem ihr eigentlich auf die Welt gekommen seid? War das so euer Plan? Ich suche mir nicht aus, dass ich in einem weiblichen Körper bin. Aber wenn das Schicksal sagt, okay, du gehst jetzt diesen Weg, du gehst den Weg, dass du trans bist, dann bin ich's halt. Die Frage ist, ob es diesen Weg, also das ist eine Sache, wo ich mich, das ist halt, wo kommt das her, dass du so denkst, weißt du, wie ich meine? Und dass du denkst, dass du im falschen Körper drin bist. So, was ist der Ursprung von der ganzen Sache? Und da muss man bei den Menschen halt mal ein bisschen tiefer reinhören und mal gucken, was da passiert ist, so, weil ich glaube nicht, ich habe diese Diskussion auch mit einem Kumpel gehabt, der jetzt neu, seit neuestem einen Kumpel hat, der schwul ist, so. Und mich dann gefragt hat, ob ich mit einem Schwulen befreundet sein könnte und diese ganzen Sachen, haben wir ein bisschen darüber gequatscht, dies, das, ein paar Szenarien durchgespielt und so. Und dann auf die Frage gekommen halt so, ob wir glauben, dass man schwul geboren werden kann, so. Und das ist halt eine Sache, die, wo ich halt auch nicht niemandem zu nahe treten möchte, so. Weil wie gesagt, menschlich gesehen liebe ich jeden Menschen, so. Aber ich frage mich, ob das möglich ist halt, dass man so geboren wird oder ob das immer mit einer Art Beeinflussung zusammenhängt, so. Weißt du? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr gerne mal in den Chat reinschreiben oder auch bei YouTube in die Kommentare rein. Seht ihr auch die Möglichkeit, dass ihr in Zukunft anders über dieses Thema denkt? Oder glaubt ihr, das ist jetzt der Weg, der für euer ganzes Leben vorbestimmt ist? Also ich glaube schon, dass ich demnächst irgendwie OPs haben werde oder Hormone nehmen werde. Also 16 schon, ja? Ja. Yeah. What is like the one right you really want to... get. Actually, for me, it's like equality of marriage. Like homosexual marriage? Yeah, oh, yeah. Okay. Do you want to be a mother at one time? Not really. Why not? Motherhood is just not for me, I guess. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Was denkt ihr? Kann man homosexuell geboren werden oder trans oder queer oder was auch immer alles jetzt für Begriffe schon mittlerweile gibt? Dann schreibt, mach mal eine 1 rein, mal eine ganz stumpfe Umfrage. 1, wenn ihr glaubt, man kann so geboren werden. 2, wenn ihr sagt, das muss mit irgendeiner Art von Beeinflussung zusammenhängen, mäßig so. Weißt du, wie ich meine? Dann mal eine 2 rein. Oder mit Verwirrung, dass das mit Verwirrung zu tun hat und diese ganzen Sachen so. Maybe it will be different in future. I don't think so, honestly. Just not my thing. But if you would have a daughter, would she like to have a bitch as a mother? No. Was? Was? Okay, Ketzer. Da hast du jetzt mal einen ausgepackt hier. Was hatten die da? In future. I don't think so, honestly. Just not my thing. But if you would have a daughter, would she like to have a bitch as a mother? No. Bitch? Wie kommt der darauf? Steht das auf ihrem Dings drauf oder was? Und nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Ich habe sie nicht als Bitch bezeichnet, sondern mich auf ihren Sticker bezogen. Okay. Auf ihrer Brust klebte und mit der großen Aufschrift Bitch in mein Gesicht lächelte. Das ist halt so eine Geschichte, wo ich sage, das ist ganz schwierig so.
das finde ich ganz schwierig. Ich finde das nicht gut. Das, warum? Warum sollte man, warum nimmt man das Wort Bitch und das, warum ist das heutzutage was Positives? Hä? Verstehe ich nicht so. Ich verstehe das nicht, Digga. Es war schon immer so, dass, ja. Wer will, dass seine Tochter eine Bitch ist? Weiß jetzt nicht, was die Definition von Bitch genau ist für die, so, dass sie das auf die LGBTQ-Flagge draufschreiben, aber ich denke mal, das ist promiscuous halt. Rumhurenmäßig so. Sex haben mit vielen verschiedenen Partnern, so. Warum sollte man Menschen, beziehungsweise Frauen in dem Fall, damit beeinflussen? Warum sollte man das denen sagen, dass das was, dass sie das machen sollen, so? Ist doch nicht geil. I would support that if she wanted to. But your mother isn't a bitch. I hope so. It depends. Hi. Mal eine kleine Umfrage in den Chat, das würde mich jetzt auch interessieren. Ich mache viel mit dem Chat heute. Ich hoffe, euch fällt das auf. Ich versuche euch ein bisschen mehr einzubinden, auch bei den Reactions und so, weil ich mich auch mal beschwert habe, dass wenig Reaktion kommt. Aber ich versuche euch ein bisschen mehr mit einzubinden. Jesus reagiert auf dich. Ja. Das interessiert mich so gut wie gar nicht. Umfrage in den Chat. Wer hätte gerne eine Partnerin, die eine Bitch ist? Und mit Bitch meine ich halt rumhurt. Eins in den Chat. Zwei, wenn ihr sagt, oh, schwierig. Was machst du hier so? Darf ich fragen, warum du heute hier bist? Wegen dem CSD. CSD, Party und so. Ja, genau, voll. Siehst du die kleinen Kinder? War jetzt Frage an alle Männer natürlich, ne? Ja. Siehst du die halbnackten Leute hier? Ebenfalls. Ist es eine gute Kombination? Ich finde es absolut akzeptabel, dass auch ebenfalls Kinder hier sind. Guck mal, stell dir vor, ich werde 7 Jahre alt und guck das. Meinst du, das ist sehr gut oder eher nicht so gut? Schau doch mal, siehst du das nicht auch auf der Straße mit Heteros? Okay, also bei mir sind gerade 100% der Männer haben gerade eine 2 in den Chat reingehauen. Also 100%, also man kann natürlich argumentieren, dass ich eine gewisse Art von Männern anziehe, aber ich bin halt ein sehr offener Mensch eigentlich, der viel über Liebe und Positivität und Zusammenhalt und so, also sind jetzt nicht nur so toxisch maskuline Männer wie ich und die haben jetzt alle eine 2 reingehauen in den Chat so. Warum sollte man dann propagieren, dass Frauen Bitches sind, wenn die meisten Männer nicht auf Bitches stehen? Sorgt es dann nicht automatisch dafür, dass du die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Mann in dein Leben ziehst, geringer ist und dass du eine Familie gründest und Kinder bekommst so? Ich weiß doch gar nicht, wie die beiden sich identifizieren. Sie sind auf jeden Fall, würde ich denken, mit dieser Flagge nicht cis. Seine Transflagge. Du kannst doch auch als. Das haben wir schon gesehen. Cis-Mensch so für LGBTQ sein. Oh shit, it's raining man. Dann können sie doch immer noch Mann und Frau sein. Theoretisch. Vorher immer erstmal fragen. Natürlich. Alles. Habt ihr ja gerade nicht. Und nochmal zum Thema: da ist sie. 6 Jahre und guckt jetzt, wie die halbnackt rummachen. Sieht halt schon. Ich würde es schätzen, aber sie, du hast recht, sie könnte sich ja als 18 identifizieren. Bitch soll so ein Wort sein für selbstbewusste Frauen sein, aber bin mir nicht sicher, aber kommt ja von den Rapperinnen. Ja, also ich finde Bitch, sich gegenseitig Bitch zu nennen, also Schlampe quasi, ist nicht empowernd für Frauen. So. Das ging nach hinten los, meiner Meinung nach. So, es geht nach hinten los. Es ist genauso wie wenn Frauen sagen, Onlyfans machen ist Empowerment für Frauen und hat was mit Feminismus zu tun. Nee, das sind beides Dinge, die die Wahrscheinlichkeit, dass du noch einen vernünftigen Mann findest und eine Familie gründest, verringern. Das sind Fakten. So. Und deswegen ist das kein Empowerment, sondern eigentlich eine Zerstörung. So. Dürfte ich dann mit ihr auch so also, rummachen? Oder? Aber, nee, also nee, nein. Mit ihr rummachen natürlich. Also beim Alter kann man nicht diese Identifikationssache machen. One question. I saw a lot of children. Oh shit, man, Alter. I don't know if it's so good that there are a lot of naked people. I mean, you got good body, good muscles, but the children, I don't know if it's too good if they see everything so good close. I think it's about expressing yourself, but of course you have to do it to some decency. So I get what you mean in terms of not dressing too sexual for the kids. Yeah. But I think you just have to find a balance of dressing. You think that's the balance? Yeah. Here's what I can tell you. You know, I grew up in the 80s, born in 82, and didn't have an experience like this growing up. And I didn't accept myself. And it took me a long time to come out, to like, to not hide the big...
Ich meine, ey, Bro, wenn der so leben möchte und so, alles schön und gut. Weißt du, ich meine, das ist ja seine persönliche Entscheidung, Digga. Der soll tun, was er für richtig hält. So. Aber ich finde halt, wenn es dann um Kinder geht und wenn es darum geht, dass die das auch sich reinziehen können und so, man muss es den Menschen ja nicht aufs Auge drücken, so. Weißt du, man muss ja nicht übertreiben, so. Mach dein Ding. So, ich gehe auch nicht, ich weiß nicht, Digga. So. Ich meine, wenn du jetzt oberkörperfrei im Sommer rumläufst und so, das mache ich hier in Mexiko auch so, damit habe ich jetzt kein Thema, so, weißt du, ich meine, das ist auch nicht schlimm, ist auch normal so, wir sind alle irgendwo nackt auf die Welt gekommen, aber wenn du dein Ding jetzt da rumschwingst vor kleinen Kindern so, dann ist das einfach keine gute Beeinflussung meiner Meinung nach so, weißt du, mach das doch zu Hause, weißt du, ich meine, mit deinem Mann oder mit deiner Frau oder mit was auch immer du geil findest, so, mach das zu Hause, Digi. Ich weiß ich nicht. Also Heterosexe laufen ja auch nicht rum und drücken ihre Sexualität allen Menschen so auf, weißt du? Du musst mich jetzt akzeptieren, weil ich heterosexuell bin und deswegen mache ich mit meiner Frau Sex im Park vor Kindern. Mäßig jetzt, übertrieben gesagt, weißt du? Part of like of who I am. And so I think if kids can come and see that this the fuck, an okay thing and that people are loving life and they're happy and they're expressing themselves, like absolutely everybody should have the experience. If they're gay, if they're straight, like this should be an experience that is shared for all people. We've all got bodies, you know. I think that like not bringing into a sex party is a good thing, but like okay, but look, I've got a butt, you know. I think that this is fine. Where do you draw the line? Well, what do you mean? It's like an acceptable level of decency. I would say, do your thing in your four wands. Do your thing in wands, na man. Walls, bro. English in the middle, room, right? Yeah. Wir haben ein Schild gesehen. Ein Schild, ja. Heterosexualität. Mach das Holz wieder an. Heilbar. Deswegen sind wir hier, um zu sehen, wie das funktioniert. Ja, habt ihr eine Lösung gefunden? Also für unseren Jahrgang kommt das wohl nicht mehr in Frage. Ich bin 85, die Dame ist 75. Habt euch gut gehalten, ihr seid richtig fit. Da sind wir aus dem Gröbsten. Fühl ich? Aus. Ja. Hi, Freunde. Ich liebe euch. Wir haben ein YouTube-Video. Wow! Okay. Scheiße, heiliges Holz, mehr, schnell. Andrew, du hast recht gehabt, du hast gefühlt. Satan ist da. Die Dame ist 75. Habt euch gut gehalten, ihr seid richtig fit. Da sind wir aus dem Gröbsten raus. Ja. Hi, Freunde, wir machen ein YouTube-Video. Wow. Digga, hör doch auf, Mann. Warum? Wer zieht sich sowas freiwillig an, Digi? Okay, was hast du mit deinen Augen gemacht, wenn ich frage? Wer, guck mal, diese Hörner und so und Baphomet, Alter, Teufel sein. Wer macht das freiwillig? Das ist traurig, Mann. Das ist für mich schade. Ich bete für diese Menschen. Ich liebe euch. Hoffentlich, keine Ahnung, kommt ihr irgendwann zur Vernunft. Just some makeup, some sparklings. But you have something in it, in the eyes. It's sclery. Yeah, let's scleral lens. So keep it. Ich habe Bauchschmerzen. What do you want to show today? Das tut mir irgendwie. Ja, ich habe Bauchschmerzen. Costume. It looks like Halloween, right? She just like the outlook of the demons, the Satans, so she just like want to express herself like that one. So you are spiritual. Yeah. And do you think demons are the ones that help you? Sure. Yes. It's that Lucifer, he shows himself as the angel of the light and he's really attractive. But do you really think that Satan loves you? Yep. All praise to the Most High. Krass, das ist auch miteinander, dass das miteinander in Verbindung ist auch so, ne? Dass sie auf einer LGBTQ CSD-Veranstaltung sich als Teufel und Satan verkleiden. Warum? Darf ich fragen, was ist heute der Plan? Spaß haben. Spaß haben. Das geht ja in Berlin immer. Berliner sind sowieso offen, da ist sowieso, da geht's. Tachchen. Um welches Geschlecht oder irgendwas. Welches Geschlecht hast du? Divers. Nein, weiblich. Echt? Ich hätte es erraten können. Nein. Und ich glaube auch, selbst wenn ich mich unwohl fühlen würde als Mann, dann wäre ich keine Frau deshalb. Also wenn ich... Das wäre eine Verscheißerung eigentlich. Ja. So. Eine Verscheißerung, Digga. Okay. Egal, ob du Penis hast, kannst ja deinen Ausweis ändern lassen. Ja, heutzutage. Jeder soll... Schwierig. Einfach lieben, so wie er will, okay. Aber ich finde, man sollte auch sein...
Kreuz an sogar. Wollen nicht übertreiben und was sollen wir unseren Nachkömmlingen jetzt beibringen? Die kommen daher, die sind da nur zum Saufen. Kommt mir nicht so rüber, als ob die Teil dieser Community sind. So, wenn mein Sohn mich zum Beispiel fragt, Mama, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Naja, auf dem Ausweis steht eine Frau, aber er hat einen Penis. Dann ist es ein Mann. Ich hab dir auf Instagram geschrieben, ich will auch Praktikant werden, du antwortest mir nicht. Ja. Bitte Praktikant werden. Ja. Oh shit, man, Alter, LGBTQ-Praktikant, das wäre doch mal eine Nummer, Junge. Das würde auf jeden Fall gute Klicks machen, mein Jutster. Gib mir den Job. Erste Aufgabe ist, du musst erstmal das Gesicht reinigen hier. Was willst du machen? Praktikant werden. Okay, also Videos drehen und so. Ja. Der steht auf den, Bro. Der steht auf dich. Der will dich klären, mein Jutster. Auf entspannt. Das ist halt so mit ein Grund, warum es für mich schwerfällt, halt mit homosexuellen Männern vor allen Dingen irgendwie eine Freundschaft aufzubauen oder mich zu viel mit denen zu umgeben und so, weil ich halt einfach schon immer das Gefühl habe, dass die halt auf mich stehen, so weißt du. Und dann kommen halt Situationen, wo du dich halt ein bisschen unwohl fühlst, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und darüber habe ich auch halt mit meinem Kumpel gequatscht, so. Und dann ist es halt auch dann im Endeffekt auch keine richtige Freundschaft, so, wenn es Situationen gibt oder Dinge gibt, wo du dich unwohl fühlst, wo du sagst, ey, weißt du, wie ich meine? So, und ich habe hier einen Kumpel gehabt, der hatte ein, zwei schwule Freunde und so, und dann bin ich mal mit denen einfach feiern gegangen, dies, das, und dann habe ich halt gemerkt, man kann coole Gespräche haben und so, man kann sich natürlich miteinander unterhalten, weil wir irgendwo alle die gleiche menschliche Basis haben, aber dann kommen Situationen, Digga, wo einfach so, wo du merkst, okay, der guckt mir gerade ein bisschen zu tief in die Augen. So. Weißt du? Oder andere Sachen. Okay. Der Punkt ist, aber falls ihr mich interviewen wollt, was mich tatsächlich ein bisschen stört ist, hier sind sehr viele alte Männer. Sonja sagt gerade ja, aber sie sind auch nicht alle so. Ja, safe, sowieso kannst du nicht alle Menschen unter einen Kamm scheren, das mal an erster Stelle so. Aber natürlich, wenn du ein attraktiver Typ bist, der einen guten Körper hat und der einfach da ist so, ein G ist mehr oder weniger so, ne? Dann ist es natürlich so, dass wenn du dann mit jemandem bist, der auf Männer steht, so, dass natürlich die Situation kommen kann, früher oder später, dass er sich mal vorstellt, dass ein oder andere allein nur im Kopf, ich rede jetzt nicht davon, dass der mir das ausdrückt oder irgendwie, weißt du, aber dass er das fühlt so und darüber nachdenkt. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Und alleine das macht mich doch nicht richtig frei. So, da kann ich mich nicht richtig gehen lassen, wenn ich mir denke, okay, vielleicht stellt er sich gerade vor, so, ich will jetzt hier nicht explizit werden. Die nackt sind und die haben teils um ihren bestes Stück noch so. Ah, da vorne kommen sie. Ihre Ehre. Ah. Was? Gönn ich ihm? Also, ich kann das nicht bestätigen, habe da andere Erfahrungen gemacht, so. Also wie gesagt, ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber für mich ist halt einfach schwierig, dann in so einer Beziehung am Start zu sein. So, weißt du, wie ich meine? So einer Freundschaftsbeziehung, so. Mit jemandem, wo ich das Gefühl habe oder das sein könnte, dass der auf mich steht oder sich Dinge vorstellt und so. Ist einfach nicht angenehm für mich persönlich, so. Und wie gesagt, ich kann einen guten Talk haben mit jemandem. Und wer weiß, was in Zukunft passiert, Bro. Vielleicht habe ich irgendwann, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, aber man weiß nie, wie das Leben spielt, so. Aber für mich persönlich schwer, aber da soll jeder so machen, wie er es für richtig hält, so. Digga, da sind sie! Digga! Sie sind einfach nackt! Leute, warum? Warum seid ihr denn nackt? Die sind nackt, oder was? Was hier? Das ist halt einer zu viel, finde ich. Diesem Video gesehen habt, war lediglich die Spitze des Eisbergs und ist nur ein kleiner Einblick dessen, was wirklich vorgefallen ist. Klickt jetzt auf thedeviant.de. Nee, das will ich gar nicht gesehen, mein Jutzer. Das reicht mir schon, was du mir uns hier gezeigt hast. Oder hier oben verlinkt, um das gesamte Ausmaß und die belastenden Enthüllungen im wahrsten Sinne des Wortes zu sehen. Keine Angst, natürlich alles zensiert. Nun, alles zensiert bis auf die unangenehme Wahrheit hinter der Pride-Ideologie, welche hier auf YouTube nicht gerne gesehen ist. Auf thedeviant.de erwartet euch eine vollständige Unzensierung. Ich küsse dein Herz, das war's, glaube ich, gewesen mit dem Video. Video den Man, Alter, Ketzer der Newzeit hat uns mal wieder ein bisschen an unsere Grenzen gebracht, wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle. Schreibt eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. Ich weiß auch, dass nicht jeder so denkt wie ich oder fühlt wie ich, aber ich bin halt mittlerweile so weit, dass ich mich traue, so wie ich denke und wie ich fühle, das so auszusprechen. Und akzeptiere es natürlich auch, wenn andere Menschen anders denken und die Dinge anders bewerten. Und ja,
Wie gesagt, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Gang.